Mein Name ist Uwe Brückner. Ich wohne in Weißenfels, bin in Weißenfels geboren, lebe seit 60 Jahren in der Stadt mit einer kleinen Unterbrechung, immer mal 2 Jahre in Portugal. Aber mich hat es hierher zurückgezogen, um hier bei meinen Freunden und bei meiner Familie sein zu können. Ja, die letzten 12 Jahre betreibe ich das Geleitshaus in Weißenfels. Das ist also ein sehr schönes, altes Renaissancehaus mit einem Museum. Und ich habe hier noch einen Irish Pub installiert, sodass wir praktisch ein Kulturhaus mit Kneipe haben oder eine Kneipe mit Kultur. Ich denke, es ist nur eine Herausforderung für Anfang an und eigentlich auch eine sehr schöne. Weil jetzt nur den Bierhahn auf und zu machen, das macht mir keinen Spaß. Es muss schon irgendwo noch ein Anspruch sein. Und dieses Haus hat das hergegeben, sodass das so mein Lebensmittelpunkt ist und wahrscheinlich auch bleibt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist vorstellbar. Mich hat es eigentlich immer irgendwann weggetrieben, ja, oder zu einer Veränderung getrieben. Eigentlich war es nur alle 10 Jahre, dass ich was veränderte. Aber jetzt sind es schon 13 um. Also es ist schon so, dass ich übelst gern hier bin. Also ich liebe die Stadt, ja, und meine Heimat. Aber ich treibe es auch regelmäßig in die Ferne. Oder manchmal ist es halt auch so, dass das Leben in irgendeiner Gasse ist und man will da, oder man findet 2 Wege, ja, und entscheidet sich dann vielleicht doch mal zu einer anderen zu gehen. Also ich schließe das nicht aus, dass ich vielleicht doch mal noch was anderes mache. Also die Schuhe, das sind wirklich gelebter Alltag. Also der eine oder andere lächelt über die Schuhe. Ja. Also meine Tochter zum Beispiel, die finde ja total altmodisch und doof. Ja. Naja, aber ich mag es halt. Ja. Die habe ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so einen Kunsthandwerkermarkt gekauft. Das ist ein bisschen so Oldschool-Style. Das sind Sandaletten, so Ledersandaletten. Die sind auf alle Reisen mitgegangen, ob das nach Norwegen, ob das nach Irland, Schottland, nach Portugal. Die haben mich immer bekleidet. Und die, naja, das ist irgendwie ganz komisch. Das ist ein Stück, was man, ein Stück von einem selbst. Ne? Meine Liebe, die bezog sich, seit wir reisen durften. Die erste Tour war nach Norwegen, weil ich das Land so faszinierend finde. Die zweite Tour, 91, das war Irland, bin Fahrrad durch Irland. Und da ist es halt auch passiert, so, da ist ein Stück von meinem Herz kleben geblieben. Und dann halt Schottland. Ich bin eigentlich selten in den Süden gefahren. Das kam nur beruflich, weil es bedingt, dass ich nach Portugal bin. Aber auch da ist was passiert mit mir, da ist auch ein Stück von meinem Herzen hängen geblieben. Also der Ort, den ich als mein Zuhause bezeichnen würde, der ist Weißenfels in meiner Heimatstadt. Wobei ich mich natürlich auch in Dublin wohlfühle. Oder in Marwau. Das ist ein kleines Dörfchen in Portugal. Aber meine Heimatstadt ist halt meine Heimatstadt. Ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen so konservativ. Ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt in Deutschland in einer anderen Stadt zu wohnen. Weil auch wenn sie vielleicht nicht das tolle Image hat, ja, auch wenn viele manchmal so die Zähne im Hals beißen fällt. Also das bringt mich praktisch noch weiter, noch tiefer in diese Partnerschaft, diese Freundschaft und dieses Heimatbewusstsein. Also freuen tue ich mich, wenn ich rausgehe auf Begegnungen. Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Und habe auch sehr viele bekannte Freunde und einfach auch Menschen in der Stadt, die ich kenne, mit denen ich gerne rede. Und ich freue mich, wenn ich rausgehe, die zu treffen. Und ich treffe immer jemand. Ja, also mal kurz zur Sparkasse oder kurz zur Laden. Das heißt bei mir eigentlich normalerweise auf dem fünften Weg. Das dauert dann mindestens eine halbe Stunde, weil ich immer jemanden finde, wenn immer was zu quatschen hat. Das ist ganz besonders, was die Stadt ausmacht. Es ist die Kombination. Es ist nicht das Ding, es ist der Blick. Ich wohne ja nun wirklich hier in einem wunderschönen Haus und ich brauche nur ein paar Treppen hochzusteigen, dann bin ich auf der Schlossterrasse. Mein Leben hat sich oft auf der Terrasse abgespielt. Nicht nur, dass ich dort oben gerne vorbeine. Es ist auch so, dass wir viel gefeiert haben auf dieser Terrasse. Und die Sonne aufgehen sah an auf dieser Terrasse und auch
Schloss wirklich faszinierend. Aber die Kombination an sich von dem Fluss, von der Saale, die hier durchfließt, von historischen Gebäuden, von Menschen, die ich hier liebe, also dieses gesamte Bauwerk, das ist das, was ich so mag. In der Phase nach der Wende, ich habe ja mit Freunden zusammen auch ganz toll aus sagen, so ein Stück Geschichte geschrieben, die wir waren früher, wir wollten zu Konzerten, wir wollten was erleben und das gab es ja nicht. Ja. Und da haben wir das selber gemacht, in die Hand genommen, da haben wir einen Verein gegründet, das war der Live-Club im Schloss. Und dort haben wir durch das Museum, auch durch die damaligen Museumsleiter, bekamen wir einen Keller gezeigt, ja, wo man gesagt hat, ey, das ist so geil, da müssen wir irgendwas machen. Da haben ein paar Paletten reingelegt, Teppich drauf, da hat die erste Band gespielt unten im Keller. Und jeder hatte früh schwarze Nasenlöcher, weil der Staub, der Kohlenstaub da rein. Ja, und dieses Projekt habe ich selber 10 Jahre lang mitgeführt. Und wir haben für die Stadt, für die jungen Leute in der Stadt, noch für die Älteren, eine Szene entwickelt. Da hat jeden Freitag eine Band gespielt. Das war von 92 eigentlich bis 2002, genau. Wir haben hier Bands angeholt, also wenn man jetzt überlegt, ja, Extreme oder so, ja, die kennen ja viele, die haben bei uns im Keller gespielt, ja, für 1000 Mark. Ne. Die Börbel haben bei uns im Hof gespielt, im Schlosshof gespielt, das war schon damals so kurz mal so Bundesliga. Heinz Rudolf Kunze, Fury Slaughterhouse, auch haben Bands gehabt, hier, die haben, Wischbo und Esch hat im Keller vor 300 Leuten gespielt, da standen die ersten, in der ersten Reihe standen die alten Männer und dann rollten die Tränen, ja, dass sie was erleben durften. Ne. Das haben wir alles realisiert. Es war gigantisch. Es war eine Zeit, die, ich denke, auch die Stadt unheimlich geprägt hat, durch dieses Stück Kultur, was wir da geschaffen haben. Da hat sich eine Szene entwickelt, wo jeder dazugehören. Da gab es, ob das nur Krawattenträger waren oder die letzten Freaks, alle waren im Schlosskeller. In allen Ecken Deutschlands sprach man auch vom Schlosskeller. Also wir waren eine richtig gute Nummer. Also gut, dieses sich hineinzuversetzen in andere Menschen. Das kann ich, das habe ich auch gemacht, finde ich klar. Ich kenne dieses Sprichwort in verschiedenen Arten, ja, ist klar. Und ich habe das auch studiert, Kommunikation und Soziales, Pädagogik. Da bekommt man das Rüstzeug, ja, also viel, viel sensibler mit anderen Menschen umzugehen. Und das Gefühl für den anderen Menschen, das zu entwickeln, das denke ich schon, dass ich das kann, dass ich das habe. Deswegen kann ich auch sehr rücksichtsvoll sein, kann natürlich auch kritisch sein. Und diese Assoziation zu den Schuhen ist natürlich auch dann recht interessant. Ja. Man muss sich dessen Schuhe stellen und diesen Blickwinkel auch beachten, ja. Der andere Mensch das sieht. Nach seinen Voraussetzungen, nach seinen Umständen, nach allen Dingen, die da eine Rolle spielen. Ja. Das ist fast schon ein Hobby bei mir, dass ich das gerne mache. Das kann es vielleicht richtig, richtig schmalzig wirken, aber was ganz wichtig ist, Liebe. Liebe ist das Elementare. Das vermisse ich momentan so ein bisschen in den Menschen, die so viel Hass zurzeit mit sich tragen. Das ist für mich die wesentliche Ausstattung. Und wenn das funktionieren würde, dann, ich denke mal, dann geht es uns allen besser. Weil dann ist die alten Werte, Rücksicht, diese Solidarität, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das zusammen sich unterstützen, das Helfen, die gegenseitige Rücksicht. Das sind so die Dinge, die für unsere Gesellschaft elementar sind. Und ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das andere Menschen anders sehen. Das Privileg, so einfach und leicht reisen zu können, sich bewegen zu können in der Welt, ist, ich denke mal, ein Grundrecht der Menschen. Sicher bedarf es einer gewissen Ausstattung, finanziell, ja, auf jeden Fall. Um das wahrnehmen zu können, aber für mich ist das wirklich ein elementares Recht und ist ein Glücksgefühl. Das habe ich natürlich zu DDR-Zeiten vermisst, ja, ist klar. Das gönne ich jedem Menschen, natürlich auch die Ausstattung, ist klar. Ich weiß auch genau, dass es ja nicht jedem möglich sein wird. Es sind auch Erfahrungen, die man sammelt, wenn man reist. Wenn man andere Kulturen, andere Menschen kennenlernt, andere Völker, es ist immer eine Bereicherung und ein Lernen. Mein Way of Life. Es nicht geradeaus, sehr, sehr viel Freude, sehr viel Bewegung.
sehr viel Emotionalität, sehr viel Lust. Ich bin mit meinem Leben total zufrieden. Der ein oder andere, den ich vielleicht wehgetan habe in meinem Leben, der möge mir verzeihen. Vielleicht manchmal ein bisschen egoistisch, aber das, die Dosis, denke ich mal, ist noch legitim. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also einen gewissen Aktionismus, eine Bewegung, die ich denke, die in jedem Leben sein muss. Ja. Und die Chancen, die man hat, auch zu nutzen, auch Mut zu finden, Dinge zu verändern. Ja. Und dass diese Schuhe einfach mal auch Wege gehen, ja, die manchmal vielleicht auch steinig sind oder Wege gegangen sind, ja, aber am Ende immer irgendwo ein schönes Erlebnis erfahren durften. Das ist ja so, ich bin nicht jetzt auf Vergangenes blicke, auch auf Menschen, die uns verlassen haben. Man behält ja oft immer das Gute und von dem, was die gemacht haben, was sie für Impulse gesetzt haben, was sie für die Gesellschaft auch getan haben, nicht nur für sich selber. Und ich möchte einfach, dass ich beigetragen habe zu einer Gemeinschaft, gemeinschaftliches Leben, also auch Liebe gegeben habe und durch meine Aktivitäten, durch meine Lebensform andere mitgezogen habe, andere motiviert habe und Mut zu fassen, was zu tun. Das sind so die Dinge, die ich hoffe, die hängen bleiben bei Kindern, bei Freunden, dass es sich freuen, dass es mich gab. Es gibt noch ein paar Ziele, ein paar ganz wichtige. Und ich muss zugeben, ich muss mich ein bisschen beeilen. Also wo ich auf jeden Fall noch hin will, das ist nach Patagonien. Neuseeland ist ein ganz wichtiges Ziel. Ich habe schon noch ein paar Hummeln im Arsch, sag mal so. Und da brummt und da muss noch was passieren. Das, was ich habe, meine Kinder und so, die machen mich natürlich sehr glücklich. Ich habe meine Pläne zur nächsten Zeit. Ich will noch so einen kleinen Laden noch machen. Die erfreuen mich. Ich habe immer, wenn ich gefühlt habe, es stagniert irgendwas, da habe ich also manchmal auch einfach fest dran geglaubt, irgendwas wird sich jetzt verändern. Es hat sich immer irgendwas verändert. Ja, das macht man im Unterbewusstsein, richtet man das natürlich noch aus, dass sich was verändert. Es ist ja im Wesentlichen, im Prinzip habe ich das gleiche Konzept, was ich im Schloss, Keller und Schloss Café, installiert habe, habe ich auch mit dir mitgenommen. Ich habe praktisch das ein bisschen disziplinierter, ein bisschen ordentlicher, als ein bisschen, was ja ein paar Jahre älter geworden, ja, dann umgesetzt. Ja. Und das Stück Irische hier in dem Haus, oder das Schottische, das ist halt das, was ich am Anfang sagte, von meiner ersten Reise nach Irland, was sich nicht mehr entfernen lässt aus meinem Herzen. Das ist eben, lässt sich das auch hier so schön leben. Und dadurch, dass es recht leidenschaftlich und viel Liebe rübergebracht wird, und es ist halt auch glaubhaft und da. Und die Menschen, die spüren das und kommen auch gerne her. Also in dem Haus wird noch gelacht, ja. Und wird Ja gesagt zum Leben. Und nicht nur rumgenölt und gemeckert und einem die Schuld gegeben an irgendwelchen Missständen. Nö, ja. Gibt es mal ein oder andere Guinness und dann ist die Welt in Ordnung.